zu Hause angebaut oder im Zelt oder draußen oder Outdoor, Indoor, das hat eigentlich, sag ich jetzt einmal, zu einem Garten dazugehört, dass du Hanf stehst. Verstohlen. Also, kann ich nicht lernen, mit was umzugehen, wenn ich es immer nur im Keller mache und keiner das mitkriegen. Das ist einfach albern. Das war so, wie wenn du Autofahren lernen müsstest und du darfst aber nicht in der Fahrschule gehen. Du musst das heimlich, um weiter zu verfolgen, sag ich jetzt einmal, es ist einfach eine Überwachungsdroge. Du kannst, wenn sie das legal machen, dann brauchen sie gar nicht aufhalten, verstehst du? Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Wido TV. Nein, wir sind nicht in Afrika, wir sind im schönen Bad Reichenhall für euch unterwegs. Wir reden heute mit Hans Zöllner über welches Thema? Natürlich die Legalisierung von Cannabis. Bevor es hier weiter so windig umeinander fliegt, gehen wir kurz rein und sprechen mit ihm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Das ist Ulf, das ist Ulf. Servus Hans, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Mit uns über ein sehr bekanntes Thema zu reden. Normalerweise würden wir jetzt in irgendeiner Wanne sitzen oder in einer fancy Hotelbar, aber du hast uns zu dir nach Hause eingeladen. Danke dafür. Ich würde zuerst gerne wissen, warum hast du erst mit 26 angefangen, Cannabis zu rauchen? Warum nicht früher? Weil die meisten meiner Spätzle, auch ich selber, habe den ersten Joint mit 14, 15 einmal geraucht irgendwo. Also relativ früh, zu früh. Aber ich glaube nicht meine Generation. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts davon gewusst. Ich habe schon irgendwas gehört oder so, aber ich war damals ziemlich unbedarft und ich kann jetzt sagen, den Familienverhältnissen entsprechend wohl behütet. Also ich meine, ich habe einen Vater gehabt, der hat viel getrunken, ich habe einen Bruder gehabt, der hat viel getrunken. Ich habe mich nicht für Drogen interessiert, ganz ehrlich. Und dann irgendwann einmal im Zuge von Musik machen und Gitarre spielen und irgendwo sitzen oder was, hast du dann mal erfahren, dass da was gibt. Also ich war einfach spät drüber, Spätzünder überhaupt. Okay, also es war nie so auf einer Party, dass du irgendwo unterwegs warst und jemand kam, magst du mal ziehen? Gar nicht. Das ist erst später gekommen natürlich, weil ich dann angefangen habe, dass ich für diese Sache Werbung gemacht habe oder einfach auch für die Legalisierung gekämpft habe. Aber vorher war das gar nicht. Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich in Frage lasse beim Erziehung oder ich mag das sowieso nicht dringend von irgendwie in seinem Glasl. Weißt du, das ist irgendwie so. Also wenn ich einen Spliff rauche, dann rauche ich meistens jetzt. Ich muss immer von der Jetzt-Situation reden, dann rauche ich mit einem Freund oder was weiß ich was und dann sitzen da nicht 6 Leute da, wo jeder irgendwie da rumzieht und es ist nicht immer im Interesse, nichts mehr machen zu können, praktisch. ist, noch bei Bewusstsein. So. Ja, also praktisch genau. Ja, und Alkohol hat damals schon angesehen, klar. Jeder hat da früher wahrscheinlich auf den Partys, wenn dann getrunken, aber du hast ja gesagt einmal... Naja, Alkohol ist halt ganz einfach, so geht es einmal legal. Das ist Volksdroge. Der einzige Grund, warum es, glaube ich, so viel saufen, weil sonst ist es legal. Okay, dann fahre ich halt nicht mehr mit dem Auto, aber ich kann mich wirklich wegschütten und ich kann mich weg, egal, bis ich mich halt anspeibe oder was, das dürfen sie ja alles dann. Ja. Ist alles legal. Also sie dürfen dann vielleicht nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen, das können sie mir auch sagen. Wenn sie sagen, wenn du was geraucht hast, nimmst du einfach 12 Stunden nicht am Straßenverkehr teil. Also, das gestehe ich zu, wirklich, kein Problem. Ich habe kein Problem mit irgendwelchen Regeln. Keins, wenn es keine blöden Regeln sind. Aber Marihuana erlauben und dann nicht rauchen dürfen oder Marihuana nicht rauchen dürfen und dann erlauben oder was weiß ich, was immer für Einfälle haben, um weiter zu verfolgen, sage ich jetzt einmal, es ist einfach eine Überwachungsdroge. Du kannst, wenn sie das legal machen, dann brauchen sie gar nicht aufhalten, verstehst du, außer dass sie es halt blasen lassen und sagen, haben sie was geraucht? Und dann sagst du, ja, ich habe was geraucht, vorgestern, alles klar, wieder schauen. Bußgelder und MPU, Steuern für den Staat. Ja, alles ist alles Steuern für den Staat. Alkohol sowieso, Nikotin sowieso. Ja. Hast du noch was anderes ausprobiert, außer einer von den dreien? Nikotin, Alkohol, Marihuana? Ich habe mal Pilze gegessen. Das ist ewig lang her. Und es war ein super schönes Erlebnis, aber ich brauche es kurz mal. Ja, wo war das? Hier in Deutschland? Das war, da hat einer aus Südamerika Pilze mitgebracht und die haben wir da irgendwie so wie, sag immer so Schwammelsuppen mit genau ein bayerisches Nationalgericht, aber dann an der Ammer. Und das war ein extremes Erlebnis, aber ich habe gesagt, ich brauche das einfach kein zweites Mal. Und ich habe immer extrem Angst, dass ich halt bei bestimmten Sachen nicht umgekommen und dann habe ich auch überhaupt kein Interesse, das überhaupt zu probieren. Also ich habe überhaupt kein Interesse, dass ich jetzt sage, jetzt möchte ich mal Kokain probieren oder ich möchte mal. Weiß nicht, was gibt es, das LSD oder was weiß ich, was irgendwas. Nein, ich habe mit 26 Jahren mein Ding gefunden und das begleitet mich. Jetzt bin ich 66. Damit bist du happy. Anhalten. Nicht happy. Das ist mein Ding. Das hat nichts mit meinem Happy zu tun. Das hat einfach nur
damit zu tun, dass ich, dass mir das reicht. Für meinen Geist, für meine Seele, für meine Inspiration reicht mir das. Ich brauche nichts anderes. Gott sei Dank. Gab es mal eine Phase in deinem Leben, wo du extrem viel geraucht hast? Also extrem ja klar, viel? Logisch. Wann war das? Oder ja, gleich wie ich es halt kennengelernt habe, so mit 26, 28. Da hast du dann gleich da losgelegt wie ja, Feuerwehr. Aber ich kann immer wieder nur sagen, das war alles so eigen, aber es ist nicht so, das war nicht so ausgefeilt und jetzt ausgereift und nicht so, du hast halt irgendeine Sorten gehabt, die halt irgendwann halt gehabt oder was, oder hast du was gekauft, du hast nicht gesagt, du magst das oder mit dem Prozent oder mit dem zu Hause angebaut oder im Zelt ja. Oder draußen oder Outdoor, Indoor, das hat eigentlich, sag ich jetzt einmal, zu einem Garten dazugehört, dass da Hanf steht. Das, ja. Also jetzt ja. im weiteren Sinne gedacht, verstehst du, das war nicht so verteufelt. Das ist erst später gekommen, das ist, dann weiß ich nicht, ich sage immer so Mitte der 80er hat das begonnen, dass das eine richtige Hexenjagd wird auf anders denkende, anders tanzende, anders ausschauende, anders Drogen umgehende Leute. Irgendwie ist es richtig, und das hat nicht mehr aufgehört bis heute. Die Hascher. Ja, Hascher, Kiffer, egal was auch immer. Ich bin ein Raucher. Aus. Es ist nicht jeder, der einen Wein trinkt, der säuft. Er trinkt oder er genießt. Oder ich genieße das. Ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich das genieße. Das ist für mich nicht, was ich jeden Tag mache, was ich alltäglich mache. Das mache ich wirklich zu bestimmten Zeiten. Aber da habe ich mich auch hin entwickeln müssen. Ja. Wenn ich die Zeit nicht habe zum Entwickeln, ich habe mir es halt einfach genommen, frecherweise. Aber wenn ich nur Angst habe, dass ich verfolgt werde und die Polizei marschiert und der Nachbar sagt, da riecht es komisch oder was, und dann stehen ja vier Polizisten mit, dann muss ich es verstohlen machen. Dann kann ich nicht lernen, ja. Mit was umzugehen, wenn ich es immer nur im Keller mache und keiner das mitkriegen. Das ist einfach albern. Das war so, wie wenn du Autofahren lernen müsstest und du darfst aber nicht in der Fahrschule gehen, du musst das heimlich machen, du darfst nicht schwarz fahren, du darfst nicht, weißt schon, du musst das heimlich immer da im Hof ein bisschen, ja, dann einmal raus auf die Straße, dann, wie sollst du denn das Auto fahren, du musst am Verkehr teilnehmen, und das finde ich ist bei der Sache nicht anders. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Aber war das nicht früher so, dass von den 40er, 50er Jahren das Teufelskraut oder das Wort Teufelskraut aufkam? Also nein, das habe ich nicht mitgekriegt. Also ich muss wirklich sagen, ich bin in den Kreisen nicht unterwegs. Wirklich, ich habe auch viel gelesen oder so. Und das weiß ich nicht, mit Baumwolle. Und damals hat sich halt dann die Entscheidung für die Baumwolle ist halt gefällt worden. Und der Hanf halt nicht mehr oder so. Der Hanf war das Erste, egal was. Aber es ist immer so, verstehst du? Ich sage, das ist bei alles so, verstehst du? Der Ursprung ist immer das Beste. Was dann kommt und was dann statt dem eingesetzt wird, wie zum Beispiel bei Hanf, Baumwolle oder was, das ist halt, das hat also mit Geschäft zu tun. Das ist jetzt... Darf ich das vergleichen mit dieser Krise irgendwie, verstehst du? Das ist dasselbe. Das ist, da gibt's den Ausgangsvirus, verstehst du? Und ich sage halt immer mal, die Mutation kann man es nicht vorstellen. Nirgendwo in der Natur ist irgendwas schlimmer als der Ausgang. Alles ist ein Abklatsch oder ein Aufguss oder irgendwas von irgendwas. Das war ja so, wie wenn, ich sage immer als Beispiel, wie wenn ich Dylan besser singen kann als der Dylan selber. Weißt du, ich war ein Mutant von ihm. Ich war halt ein Coverer oder was weiß ich, wie man es immer nennt. Aber mein Hauptproblem, glaube ich, auf der Welt ist einfach, dass ich nicht Angst habe. Ich habe einfach nicht Angst. Deswegen hast du gesagt, was du denkst. Naja, nicht nur das. Ich habe auch gegessen, was ich gemeint habe, dass ich essen muss. Oder ich habe dann auch so gelebt, wie ich gemeint habe, dass ich leben muss. Ich habe einfach nicht Angst. Also nicht, wenn ich einen Niederschlag habe oder einen Rückschlag oder was weiß ich, wenn man versagen oder so. Dann darf ich dann nicht mehr auf die Bühne gehen. Ich vergesse oft meine Texte, ich habe so scheiß Konzerte, da sage ich mir, ich habe halt nicht Angst, dass das nächste Mal vielleicht dann doch besser wird oder was weiß ich, was ich. Ja, Angst haben leider noch viele Cannabiskonsumenten. Ja, alle. Selbst die, denen es wirklich verordnet wird, selbst die haben Angst, selbst die werden gestalkt von der Polizei, selbst die haben Hausdurchsuchungen, selbst die haben Probleme, wenn sie mit dem Auto fahren, selbst die haben Probleme, wenn sie positiv sind, selbst die müssen immer beweisen. Das müssen sie irgendwie, verstehst? Das ist einfach, es ist beschämend eigentlich, sag ich jetzt einmal, wir haben das 21. Jahrhundert erreicht, und es ist beschämend, wenn ich halt sehe, was sie alles gemacht haben die letzten eineinhalb Jahre und was sie alles verordnen haben können und uns zwingen haben können und dann sagen sie, das können sie nicht auf die Reihe, dass sie das anständig regeln. Erst mit 21 und was weiß ich was, dass den Leuten, die wirklich süchtig sind, helfen und die nicht weiter verfolgen. Und ich bin halt überrascht, dass einfach in allen anderen
Sparten haben es so draufgehaut und haben ja, was weiß ich was, verstehst du, egal, ich, du, er, sie, es, wir, divers, männlich, weiblich, hier, für alles haben sie irgendwas gehabt, aber diesen Scheißdreck, diesen belanglosen Scheißdreck, ja. Hanf, ich rede nicht von Heroin oder von was weiß ich, und selbst das, ja, da gibt es tausende in Deutschland, die süchtig sind oder die das in der Apotheke kriegen sollten und eine saubere Spritze kriegen sollten und nicht verhaftet werden sollten und nicht in die Kriminalität durch Beschaffung oder was weiß ich was. Warum kriegt man das nicht auf die Reihe, verdammt nochmal? Sie kriegen eine Impfpflicht oder eine Impfung durch für Sechsjährige, für Zwölfjährige, für noch nicht ausgereifte Frauen oder was weiß ich was auch immer sie gemacht haben die letzten 40 Jahre. Verstehst du das so? Natürlich sagen sie, es gibt keine Impfpflicht, aber wenn ich mein Kind nicht mehr in den Kindergarten treffe und ich darf nicht mehr, weiß ich nicht, Bäcker werden, Metzger werden oder Pfleger, ja, dann tut mir das leid, dass ich das irgendwie als Art von Pflicht empfinde. Das ist super paradox, ja. Das ist halt meine Ansichtsweise. Das heißt ja nicht, dass ich was verleugne oder dass das nicht gibt. Ich weiß, dass das, ich habe doch da, also, ich habe immer das Gefühl, dass man bei mir immer versucht, irgendwas aufzulösen, verstehst? Dass man heimlich kommt und sagt, ah, der isst doch Fleisch. Oder dass man heimlich kommt und sagt, ah, ist er in der Früh kifft er schon. Oder so. Weißt du, ich kann einfach nur sagen, bei mir gibt es nichts aufzulösen. Es ist definitiv einfach so, dass ich halt, ich bin ziemlich unplugged unterwegs, verstehst? Also nichts zu verbergen, ne? Nein, ich habe nichts zu verbergen. Du kannst meinen Mülltonnen anschauen oder was, da ist der Restmüll drin und in der anderen ist Papier drin. Und weißt du, ich meine, es hat Zeiten gegeben, da habe ich die Mülltonne von irgendjemandem durchsucht und habe gesagt, ah, schau, Pizzakarton. Ja. Der genau. Verdeckt auch kein Gluten. Genau. Ja, absolut. Es ist verrückt geworden, verstehst du? Und ich meine, ich glaube einmal so, in meinem Alter tut man sich halt dann schwerer wie mit 18 oder mit 20 oder mit 12. Wenn der Lehrer sagt zu einem 12-Jährigen, wir sitzen alle Masken auf, dann sitzen alle Masken auf. Ich sag, dann gehe ich halt da nicht rein. Das kann ich mir erlauben. Ich kann sagen, dann gehe ich halt da nicht rein. Oder ich mache einen Deal mit denen. Ich habe Asthma und ich habe chronische Bronchitis und ich jammert nicht rum oder so, aber ich mag einfach nicht, wenn ich, weiß ich nicht, zum Edeka gehe und da einkaufe oder was, oder in einen Bioladen gehe und da einkaufe, dann reicht es mir wirklich schon, dass Bio-Ware in Plastik eingeschweißt ist. Das reicht mir dann schon, aber dann sage ich, ich habe ein ärztliches Attest, kann ich bei euch ohne Maske rein? Ich gehe nicht einfach rein. Wenn er sagt nein, dann sage ich, alles klar. Dann suche ich mir einen anderen Laden. Irgendeinen in Reichenhall gibt es. Sie können mir das Essen nicht verbieten oder was, verstehst du? Und ich habe halt keine Angst, dass ich mich anstecke, verstehst du? Und wenn du Angst hast, dich anzustecken, sitzt du einfach einen Stuhl weiter rüber und sitzt eine Maske auf. Ich habe kein Problem damit. Lass dich impfen. Wirklich. Jeder sollte für seine Sicherheit und für sein Empfinden das tun dürfen, was er tun will. Ja. Ich kann doch nicht dir sagen und dir, keine Ahnung, vorschreiben, was ihr zu tun habt, oder verstehst? Ich meine, ich darf mich freuen, wenn es bei mir aufs Klo geht und ihr spült es runter, aber wenn es nicht jetzt, dann war es halt einmal da. Dann sage ich kann ja das entscheiden, auch, wenn ich einlade und wer zu mir da reinkommt oder nicht. Das ist absolut. Ich möchte nicht, dass da irgendwie einfach da vor der Tür steht und sagt, wir gehen jetzt da rein. Ich möchte einfach wirklich, diese Freiheit möchte ich noch haben. Dass die sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, was die vermuten, was ich da mache oder was ich da tue oder was ich habe. Ja, das ist überhaupt nicht dramatisch. Ich kann mit alles umgehen, einfach, definitiv. Umgehen auch mit deinen Gitarren, wie man hier schön sehen kann. Ja, irgendwie stehen sie halt umeinander, weißt du, und ich bin froh, dass sie da sind und ab und zu mal wieder springt mir eine an. Aber es ist eh nicht so oft. Also ich meine, schon oft, ziemlich oft sogar, aber ja, was tust du denn jetzt da sitzt? Klar, Gitarre spielen und Cannabis rauchen. Ja. Inwiefern hängt das bei dir zusammen, deine Kreativität auf der einen Seite und der Cannabiskonsum auf der anderen? Also ist das so, dass du bei jedem Lied wirklich davor einen rauchst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Einfach um kreativ zu sein? Überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich meine, Bauchgefühl. Manchmal hast du Lust, manchmal hast du keine Lust. Du, ist es nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt rauche ich an und dann spiele Gitarre. Weißt du, es ist irgendwie einfach, ich mache das jetzt nicht abhängig von meiner Kreativität. Ich meine, ich habe ganze CDs gemacht, ohne geraucht, ohne Rauchen, ohne ich kann das nicht wirklich erklären, verstehst du, weil ich mache das einfach gefühlsmäßig. Ich bin einfach kein Zwangsmensch, ich mache das halt gefühlsmäßig. Wenn ich manchmal, weiß ich nicht, Nachmittag um 4 oder 5 Uhr sage, ich habe heute nichts mehr zum Tor oder was, bleib jetzt daheim, dann rauche ich da draußen und dann dauert es 10 Minuten, gehe rein und spiele Gitarre.
Selten ist es andersrum. Also verstehst du, ich spiele Gitarre und dann rauche ich. Und das ist selten so. Weil, aber ich nehme trotzdem die Gitarre auch nüchtern. Also was heißt nüchtern? Ich meine, verstehst du, wenn ich am Montag dann rauche, dann bin ich laut Gesetz am Donnerstag immer nur positiv. Verstehst du? Also das ist ja das Verrückte in dem Ganzen, dass das eben nicht so ist. Definitiv. Aber ich muss halt auch damit irgendwie lernen umzugehen. Und ich gehe damit ganz gut um. Ich sage, okay. Also... Ich habe kein Problem damit, wenn ich jetzt einen Raucher oder was verstehst und ich weiß, ich muss halt nicht mehr aus dem Haus. Ja. Dann ist doch das echt scheißegal. Entspannt. Du kannst die Tür ruhig zumachen, weil das ist Die hören jetzt da nicht mehr auf. Genau. Die wollen auch mitreden. Lass auf. Gab es aber wirklich einen Song, wo du extrem high warst, wo du gesagt hast, den habe ich geschrieben, da bin ich happy gewesen. Und kann ich da gar nicht sagen, weil es viel gibt. Ja. Ja. Es gibt viele solche Songs, die ich einfach geschrieben habe. Da war ich einfach total bedient. Es hat aber, es gibt, ja, aber das ist halt wirklich, ich sage jetzt, das ist diese Ambivalenz von dem Ganzen, dass du halt, das ist halt nicht die Gleichförmigkeit. Ich glaube halt wirklich, dass alles da draußen in Wellen passiert. Es wird Frühjahr, es wird Sommer, es wird Herbst, es wird Winter. Ich bin einmal so drauf und einmal so drauf und einmal bin ich, was weiß ich, traurig und dann bin ich es wieder nicht und dann geht es wieder gut und dann habe ich wieder Kreuz und was weiß ich was, egal, wie immer. Ich meine, ich versuche das Leben anzunehmen, so wie es ist. Nicht wie es kommt, weil das kann ich nur beeinflussen. Ich kann immer nur ein bisschen beeinflussen, ob ich morgen noch da sitze. Das kann ich nur beeinflussen. Indem ich es nicht verkaufe oder indem ich halt schaue, dass ich vorsichtig bin oder vorsichtig Auto fahre, das kann ich ein bisschen beeinflussen. Ja. Aber ich kann nicht das Grundfundament Leben beeinflussen. Das kann ich nicht. Also ich meine, ich muss atmen, ich muss essen, ich brauche ein bisschen, ich habe eh viel hergeben, aber ein bisschen was brauche ich noch, Grün, ein bisschen Natur brauche ich noch irgendwie so um mich rum. Was hast du alles hergegeben, weil du es gerade sagst? Nein, ich habe Autos gehabt, was man halt so sammelt, wenn es Garagen voll Scheißdreck, voll Klump oder was, ich habe das einfach hier loslassen in den letzten eineinhalb Jahren. Ich habe eineinhalb Jahre kein Konzert gehabt, verstehst du? Ich bin aus einer Wohnung ausgezogen, ich bin da hergezogen, ist mein Elternhaus, ich habe das Elternhaus verkauft, ich habe geschaut, dass ich übertrunken kann, verstehst du? Und dann steuern auch so lange, dann kommt das, weißt du, das, weil das Erna-System geht ja ganz normal weiter. Also, sie gingen ja ganz normal andere Schritte weiter. Sie machen ja immer weiter Politik. Sie treffen sich immer noch im Bundestag. Ich kann ja nicht in die Arbeit gehen. Ich muss ja da sitzen. Ich bin ja der eingesperrt. Ich wäre ja von einer eingesperrt. Ich sperre ja nicht sie ein. Das ist ja wirklich, man muss das schon einmal dann also sehen. Weißt du, dass. Das wäre mal schön, ne? Ja, andersrum. Ja, also, ich weiß nicht, ob halt wirklich ein einziger Politiker in Bayern oder in Deutschland in der Lage ist, sich vorzustellen, wie das ist für alleinerziehende Mutter, die nicht mehr zum Edeka gehen kann, um 12 in der Nacht bis um 4 in der Früh und Regale einräumt oder was, weil es zu ist einfach, verstehst? Sie hat keinen großartigen Anspruch, lebt in Neuperlach im zweiten oder vierten Stock auf 44 Quadratmeter mit zwei Kindern. Und der Ehemann oder ihr Freund von dem die Kinder sind, zahlt einfach nicht aus. Mhm. Verstehst? Ich weiß nicht, ob sie das ein Spahn oder ein Merkel oder egal, ein kleiner Kommunalpolitiker, ein kleiner Bürgermeister vorstellen kann, dass sowas gibt. Dass sowas wirklich in dem Moment, wo die Stadt zusperrt, rechnen muss damit, dass es Kollateralschäden gibt. Ja. Dass Leute seelisch kaputt gehen. Ich bin in der ersten Phase, da muss man drüber reden dürfen. Weißt du, das ist, das, ich kann das nicht wegleugnen einfach. Ja. Das ist einer der ganzen Vergehen an uns kann ich nicht wegleugnen. Vergehen an die Kinder, Vergehen an Jugendlichen, Vergehen an dem, was sie uns versucht haben, über Demokratie denken, 40, 50, 60 Jahre zu lernen, was Freiheit ist. Und dann kommen, ich weiß, dass Leute sterben. Niemand hat sich irgendwie dafür interessiert, dass Leute, dass 60.000 Menschen am Nikotin sterben und 120.000 am Alkohol. Weißt du, was ich bei dem Ganzen ihnen nicht abnehme, ist einfach, dass sie jetzt plötzlich entdeckt haben, dass ich was wert bin. Entdeckt haben, wir müssen auf den aufpassen. Mhm. Wir müssen schauen, dass der gesund bleibt. Wir müssen schauen, dass der glücklich ist. Wir müssen schauen, dass der satt ist. Jetzt plötzlich würden sie mir weismachen wollen, ich bin ihnen was wert. 40 Jahre haben sie sich einen Scheiß um irgendwas kümmert, wie es mir geht, meine Kinder geht, ob ich eine Wohnung habe oder nicht. Ich habe für alles, was mit meinem Leben zu tun hat, selbst sorgen müssen. Sie haben einen Verkehr geregelt und Ampeln aufgestellt, okay. Und ich kriege 43 Euro Rente, weil ich eine Lebensversicherung einzahlt habe und die ist auszahlt und die steckt in dem Haus, in dem meine geschiedene Frau wohnt. Egal wie immer, verstehst? 40 Jahre haben sie
haben sie sich einen Scheiß um dich geschert, haben Zigaretten verkauft und Alkohol verkauft und je mehr und umso besser und verstehst du, und haben mit jeder Chemotherapie haben sie Tausende von Euro verdient, mit jedem kaputt gemachten Kind oder was haben sie verdient, weil es ihre Psychologen und ihre Pfleger und ihre was weiß ich was Medikamente und ihre Psychopharmaka verkaufen haben können. Mit jedem von uns haben sie verdient und jetzt plötzlich, verstehst du, jeden von uns haben es kaputt gemacht, auf eine bestimmte Art. Nicht natürlich alle, aber selbst der alte Aldi ist ein kaputter Mensch. Der kann sich nirgends blicken lassen, der kann nirgends hingehen. Der hat Millionen, was helfen ihm seine scheiß Milliarden? Der kann sich seine Matratzen ausstopfen lassen und kann auch bloß, weiß ich nicht, wie der andere Österreicher da mit 88 mit einer 19-Jährigen mit dann auf irgendeinem Ball treffen oder was, verstehst du? Und das ist und immer wieder kommen wir zu dem Punkt, und das kriegen sie nicht auf die Reihe. Die Legalisierung von Marihuana, von einer weichen Droge, kriegen sie nicht auf die Reihe. Sie kriegen auf die Reihe, dass ich jahrelang Psychopharmaka fressen muss, dass ich Schmerzmittel fressen muss. Das kriegen sie auf die Reihe, dass ich Morphium fressen muss, wenn ich nicht mehr stehen kann, wenn ich nicht mehr gehen kann, wenn mir die Knochen alle wehtun. Das kriegen sie auf die Reihe. Das verschreiben sie mir. Dass ich nicht mehr aus dem Bett rauskomme und dann muss ich was einschmeißen, damit ich aus dem Bett rauskomme. Das kriegen sie auf die Reihe. Mhm. Und sie kriegen nicht auf die Reihe, dass da draußen in meinem Garten 3 Pflanzen steht. Drei. Nicht 15 oder ein Gewächshaus. 3. Das kriegen sie nicht auf die Reihe. Entschuldigung. Ja, vor allem die Legalisierung kostet auch kein Geld, sondern sie bringt ja Geld. Das ist ja auch der grobe Unterschied. Aber ja, definitiv würde ihnen die Legalisierung viel mehr Geld bringen als das, was. Aber sie wollen nicht, dass wir frei sind. Also es ist einfach definitiv, bin ich überzeugt davon, dass sie nicht wollen, dass wir frei sind. Und sie wissen wirklich auch um die Einzigartigkeit dieser Droge. Verstehst? Dass einfach der Gehirn in Gang kommt. Egal, dass du einfach was checkst oder dass vielleicht, egal, natürlich gibt es die, die sie wegbeamen. 2 Glas Wein können auch inspirierend sein, aber 2 Flaschen sind es halt nicht. Verstehst? Das muss man wissen. Ich meine, wenn ich mir heute einen Spliff baue und ich ziehe den da rein und dann kann ich das gerade noch da raus in den Sessel schaffen, dann sitze ich da 8 Stunden. Das Interesse habe ich nicht. Ich habe das nicht. Ich habe nicht so eine Vergangenheit, dass ich die wegbeamen muss. Ja. Ich habe eher eine Gegenwart und eine Zukunft, aber ich habe nichts zum Vergessen. Ich habe nicht so gelebt, dass ich sage, Gott verdammt, den habe ich um Millionen betrogen und den habe ich was weiß ich was. Und das ist bei mir nicht so. Ich habe das Bedürfnis nicht, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich einmal einen 8-Zylinder gehabt habe oder weil ich einmal was weiß ich was gemacht habe. Das habe ich nicht. Das war die Zeit, ich habe gelernt und ich habe mich weiterentwickelt und das ist eigentlich das, muss ich wirklich sagen, das schiebe ich Marihuana zu. Also, wenn man es so nennen darf, das schiebe ich Hanf zu. Dass ich einfach anders gedacht habe und andere Wege gefunden habe oder andere Ideen gehabt habe, egal was auch immer. Ja. Hat nicht jeder, braucht man nicht diskutieren. Ich glaube, Marihuana, wenn du faul bist, macht fauler. Und wenn du ein bisschen was in der Rübe hast, dann tut es ein bisschen mehr da dazu. So wie es von dem anderen halt auch mehr dazu da an Faulheit. Wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, kriegst du es nicht auf die Reihe. Aber das ist unfair, jetzt es für alle zu verbieten. Es ist unfair. Irgendwann merke ich doch, dass ich so einer nicht kann, wenn ich 6-mal total besoffen Auto fahren sehe, dann nehme ich einen Führerschein und sage, du kriegst ihn einfach nicht mehr aus. Das kann ich doch da auch so machen. Das kann ich doch regeln. Sie haben doch für alles Regeln. Ja. Sie können doch sagen, wenn du jetzt nur mal bekifft Auto fährst oder was, naja, natürlich nur, wenn, ist ja meine Meinung jetzt, verstehst, wenn er halt wirklich dann auch einen Unfall baut oder was weiß ich was, weil ich kann einfach sagen, von meiner Erfahrung her, wenn ich heute einen rauche, dann bin ich in 4 Stunden wieder fit. Ich rauche so, dass ich in 4 Stunden wieder fit bin. Ich rauche nicht so, dass ich 7 Stunden nichts mehr tun kann. Ich rauche keinen Joint fertig. Ich baue mir am Montag einen Joint und den rauche ich bis Freitag. 1, 2 Züge. Das reicht bei mir einfach. Ich will nicht mehr. Das ist eh fast Microdosing. Ja, ja, das ist, ich will nicht mehr, ganz ehrlich, verstehst? Ja. Das ist viel, aber ich möchte, dass legalisiert wird und natürlich kann ich nicht für mich alleine die Legalisierung in Anspruch nehmen. Dann muss legalisiert werden für alle. Dann gibt's die, die es nicht können. Dann gibt's die, die damit Handel treiben. Dann gibt's die, die damit verdienen. Dann gibt's die, denen es wurscht ist, so wie mir. Ich zahle dann fürs Gramm 10 Euro. Dann habe ich halt, verstehst? Ja, Kastenbier. Ja, genau. Du hast vorhin Kinder angesprochen. Du hast selber 5 Kinder. Wie war das früher bei Geburtstagen? Habt ihr da Alkohol konsumiert an Geburtstagsfeiern oder wurde da ab einem gewissen Alter mal der Joint angezündet, so mit dem Sohnemann zum 18. Wie war die Handhabung? Nein, überhaupt nicht. Das ist bei uns irgendwie, meine Kinder sind, sage ich jetzt einmal,
die sind in diese Zeit reingewachsen, wo es alles gibt, da wo es halt dann heißt, was weiß ich was, Knaster oder was, und dann probierst halt das. Und das habe ich einfach nicht nötig gehabt, weil ich habe mit 26 einfach mein Ding gefunden und ich habe nichts mehr ausprobiert. Aber das kann ich halt nicht verlangen. Ich habe probiert, meine Kinder so zu erziehen, dass religionsfrei denken, dass nicht ausländerfeindlich sind, dass... Aber ich habe nicht von Anfang an, ich habe erst mit 44 das erste Mal Alkohol getrunken. Also ich meine, da habe ich ja schon Kinder gehabt. Also die haben mich nie drin gesehen in der Jugend oder so. Aber natürlich, ein Schwiegervater und ein Vater, dann sitzen sie beim Opa und da trinkt man Bier und da trinkt man. Das ist halt so, das ist halt so alltäglich. Das war halt nicht so alltäglich, dass du halt, ich habe Zigaretten geraucht in der Zeit, verstehst? Mhm. Also das ist halt, Zigaretten war so ganz normal, und ob das jetzt ein Joint war, das hat, da hat gar keiner drauf aufgepasst. Verstehst? Ich kann mich an Phasen erinnern, da haben meine Kinder immer, wenn sie mich gemahlen haben oder die Mutter gemahlen haben, haben sie uns mit einer Zigarette gemahlen. Ja. Ich habe dann 99 einfach Raucher rigoros aufgehört, weil ich einfach so weit war, dass ich gesagt habe, es tut dir nicht mehr gut. Ich will das einfach nicht mehr unterstützen. Verstehst du? Ich will nicht viel Geld dafür zahlen, dass ich immer kranker wäre. Und ich habe gemerkt, ich wäre krank. Die Bronchien haben nicht mehr hingehauen, ich habe Asthma gekriegt, egal was auch immer. So, wenn du, weiß ich nicht, jetzt so 32 oder 30 Jahre, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 33 Jahre habe ich Kette geraucht. Also von 14 bis, weiß ich, bis ich halt bis 99 einfach mein Tag da war, den ich wahrgenommen habe. Und ich habe gesagt, nein, aus, vorbei, nur dazu auf Jamaika. Ich habe am Vorabend, wie immer, wenn ich im Urlaub bin, schon mein Joint baut, in der Früh aufstehe, pack, nein, die Hängematte. Das Übliche, wenn du im Urlaub bist und sagst, kannst du alles wirklich, brauchst du um nichts kümmern, kein Auto, kein Führerschein, gar nichts ist irgendwie. Und dann stehe ich in der Früh auf und zünd den Joint an, und dann habe ich mir so gedacht, was bist denn du für Arschloch, für Verdammtes? Du hast Kinder, du hast eine Firma, und du schaffst das nicht, dass verdammt nochmal du einfach aufstehst und das ist einfach so, den Tag so genießt oder den Tag so. Und dann habe ich den ausgemacht und habe ich 2 Jahre lang keine Zigaretten geraucht und kein Gras geraucht. 2 Jahre. Mhm. Von 99 bis 2001. Heute auf morgen. Von heute auf morgen. Mhm. Das war halt mein Tag und das habe ich halt mitgekriegt, dass das mein Tag ist. Ich weiß nicht, ob Alkoholiker das mitkriegen, dass es heute eher ein Tag ist, wenn sie in der Früh aufstehen und einen Flachmann aufmachen und gleich einmal einen Schluck Whisky trinken. Aber ich habe es halt mitgekriegt. Ich habe halt, und dann habe ich es wahrgenommen, diese Chance, dass man an dem Tag nichts ausgemacht hat, dass ich nichts rauche. Und am nächsten Tag auch nicht und am übernächsten Tag auch nicht. 2 Jahre. Und dann habe ich pur geraucht. Ab 2001 habe ich pur geraucht. Und wenn du pur rauchst, rauchst du anders. Das ist so, kann ich mir wieder sagen, in Bayern sagt man, wenn du Gassen machst, da schützen sie dann zwei Obstler rein und ein Weißbier rein und ein Dunkels und nur ein, weiß ich nicht, was eine, ein Magenbitter und dann noch ein Kirschlikör oder was, das nennen sie Gassenmaß. Und für mich ist ein Joint mit Tabak ist für mich die Kiffergassenmaß, verstehst du? Weil es sind einfach zwei Drogen, die mischst du zusammen, Nikotin macht das und Gras macht das. Ich bin halt der Meinung, natürlich ist es teuer, aber wenn es legal ist, dann ist es ja nicht mehr, dann brauche ich ja nicht damit sparsam umgehen oder was, verstehst du? Dann kaufe ich mir nicht ein Gramm, dann kaufe ich mir halt fürs Wochenende 3 Gramm oder 5 Gramm. Wenn es legal ist, ist es legal. Ja, klar. Das ist... Keine Not am Mann. Um das geht es eigentlich, genau. Du hast Jamaika angesprochen. Das erste Mal warst du 86, glaube ich, da. Ja. Wie oft warst du insgesamt da? Und was fehlt in deinen Augen dem deutschen Volk oder den Deutschen an sich im Vergleich zu den Jamaikanern? Was hat dich da inspiriert, wo du gesagt hast, ey, das ist doch viel geiler gehandhabt da, zum Beispiel? Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass ich... Nach Jamaika, das war 18 Jahre vorher, ich bin 18 Mal in Jamaika gewesen. 18 Mal. Aber 18 Jahre vorher praktisch, 86. Mhm. Warum ausgerechnet Jamaika? Wegen dem. Nein, einfach wegen der Musik. Ich habe damals Bob Marley und ich habe dann schon ein bisschen angefangen mit Reggae oder so, aber so hat eigentlich. Also ich glaube, wenn ich nach Teneriffa geflogen war, nach so langer Zeit, und ich bin kein Urlauber. Ich muss einfach sagen, ich bin kein Urlauber. Ich bin Heimann. Eher ein Festländer. Ja. Also ich bin eher Festland. Ich fliege also schon nicht mehr. Ja. Verstehst du? Und eine Schiffsreise mag ich nicht machen. Da 6 Wochen irgendwie da. Ich habe ein Wohnmobil und mit dem fahre ich halt das, was ich da fahren kann oder was ich da fahren mag oder so. Aber ich kann jetzt einfach nur sagen, dass ich Jamaika war Zufall einfach, wahrscheinlich durch Reggae, durch Bob Marley und durch Gras, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte nach Jamaika, ich möchte mal so schauen. Aber ich habe nichts anderes von Jamaika mitgebracht, was es da nicht eh schon gibt. Auch, verstehst? Mhm. Irgendwie Anmache, Abzocke, verstehst? Auch bei uns tanzen Leute, auch bei uns gibt's Partys, auch bei uns gibt's gute Partys und gute Leute, und die gibt's in Jamaika, die gibt's auf der ganzen Welt. Und ich bin eigentlich wirklich dann da rübergefahren, um 14 Tage nichts zu reden,
14 Tage einfach wirklich das Abschalten, runterfahren, voll, bis du halt wirklich so leer bist, dass da was Neues einfällt, dass das Alte nicht mehr da denken kannst. Einfach das, ja. Wenn 14 Tage mit niemandem redest, ich habe wirklich, ich habe da nicht viel geredet. Ich kann nicht Englisch, also kannst du nicht großartig da Gespräche oder was. Ja. Ich bin da hingefahren, in meine Hütten rein, und da war ich dann, bin jeden Tag zweimal essen gegangen. Und das hat sich, das war's dann auch schon, verstehst? Natürlich habe ich viel mitgekriegt von Land und Leuten. Ich bin ja da auch durch die Gegend gegangen. Mhm. Ich bin ja da, was weiß ich, in die Stadt rein oder was weiß ich, keine Ahnung. Hab das da gesehen, hab da eine Mutter gesehen, die ihr Kind wirklich echt verprügelt. Hab da irgendwen gesehen, der wirklich am Straßenrand sitzt und bettelt. Das habe ich in München auch, das habe ich in Dortmund, in Gießen, das habe ich überall, habe ich das. Das ist nichts. Nur diese afrikanische Mentalität habe ich halt nicht bei uns. Weißt du, es ist halt alles trotz dieser Armut und immer nur ein bisschen fröhlicher und immer nur ein bisschen und macht nicht jeder gleich immer blöd oder wo sind's bei einem nichts kaufst oder so. Weißt du, das ist irgendwie, also es ist immer nur ein bisschen, ja, es ist halt einfach dieses Afrikanische, das haben sie halt, das ist, worum ich ja noch nicht neidisch bin, aber das, sonst, wenn ich es auch hätte, dann brauche die Afrikaner nicht schön finden. Wenn ich das auch hätte, wenn ich genauso gehe, da, genauso tanzen darf, ja, dann darf ich mir afrikanische Tänze nicht anschauen oder wenn ich die Musik nicht super finden darf. Ich finde das super, dass das eben so ist, auch, verstehst? Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man all das jetzt praktisch löst durch Geld oder durch, verstehst, wenn es plötzlich alle ein Haus haben, alle, wenn es brauchst nicht mehr kreativ sein. Wenn es alles hast, dann sitzt du zurück und sagst, ja, ich kriege jeden Monat meinen Check, brauche nichts da. Das ist, also ich kann einfach nur sagen, mir hat das halt, ich mag die Stimmen auch gern von ihnen, auch wie sie die unterhalten, auch wie die streiten, auch wie die, ja, wie die einfach umgangsfrau. Ja, genau. Warst du immer 2 Wochen da? Also 18 mal 2 Wochen oder mal ein bisschen nein, länger? Nein, ich glaube, sogar 2 Monate unten und dann einmal plus 14 Tage und dann wieder mal 6 Wochen und dann wieder mal 3 Wochen. Aber ich war eher kürzere Zeiten. Also nicht, ich habe nicht immer Zeit, ich kann nicht, wenn du Kinder hast, kannst du nicht 3 Monate weg. Das geht eigentlich nicht. Ja, Klima in der Karibik ist schön. Ja, es ist unglaublich, aber ich kann das ganz ehrlich sagen, bei uns auch. Die letzten Tage waren fantastisch, verstehst du? 32 Grad, ich meine, da brauche ich nicht auf die Philippinen oder nach Borneo fliegen oder was, verstehst du? Und an der Isar drunten, wenn ich da im Fluss drin stehe und ich sehe einen Eisvogel fliegen, dann sagt der Afrikaner, wow, schau mal den Vogel an, boah, Wahnsinn. Du kommst nach Afrika und sagst, boah, wow, schau mal den Vogel an, boah. Und der Afrikaner schießt mit Pfeil und Bogen runter. Also verstehst du? Nein, weißt du, was ich meine? Das ist halt, das muss man erkennen, das musst du einfach wirklich, du musst wissen, dass das so funktioniert. Anders, du kannst das nicht ändern. Du kannst nicht von einem Dummen verlangen, dass er gescheiter wird. Du musst eher von einem Gescheiten verlangen, dass er sich auf den Dummen einstellt. Nein, nicht dumm wird, aber dass er sich auf das einstellen kann. Wenn der Dummen, wenn einer nicht 6 und 4 ausrechnen kann, dann muss der Gescheitere ihm nicht deswegen besser sein, weil er kann es halt einfach nicht. Dann muss der Gescheitere ihm, muss ihm das erklären oder muss ihm das vorrechnen und muss für ihn rechnen. Egal wie immer. Du kannst ihn nicht ausgrenzen, du kannst ihn nicht wegschieben, du kannst ihn nicht erschlagen, du kannst ihn nicht aus. Du musst mit dem leben und das macht gerade die Intelligenz aus, finde ich. Dass du nicht erwartest, dass jeder gleich intelligent ist, verstehst? Das ist eben gerade, ich bin sehr unintelligent in meiner Intelligenz und ich bin immer so wieder so, ich bin sehr, wie nennt man das, sehr unperfektionistisch in meiner Perfektion, verstehst du? Ich meine, das ist halt, sind halt so wie ich rauch. Verstehst? Mir hat neulich mal gefragt, wie ich immer noch so einen klaren Kopf am Kopf nach 40 Jahren oder 30 Jahren Marihuana-Konsum, dann sage ich rauche es regelmäßig, aber nicht immer. Und das ist genau mein Spruch. Ich rauche es regelmäßig. Regelmäßig, wenn ich inspiriert werden will, wenn ich Sorgen habe, wenn ich spielen mag, aber nicht jeden Tag. Da wäre ich wahnsinnig. Das habe ich mit 30 Kindern, mit 35, aber das, wenn du das mit 40 noch kannst oder mit 50 noch kannst, dann bist du einfach hängen geblieben irgendwo in der Zeit. Ja. Das ist, tut mir leid, das muss ich einfach sagen. Aber ich rede immer nur von mir. Ja, verstehst du? Ich kenne genug in meinem Alter, die sind einfach, die kriegen nichts auf die Reihe. Aber wo sie einen Stoff herkriegen, das kriegen sie auf die Reihe. Und so kenne ich halt welche, die das können, ohne Stoff. So kenne ich welche, die können es mit Alkohol und du kriegst es jahrelang nicht mit, dass er schon ein Problem hat, ein richtiges. Und das war gut, wenn man die Gesellschaft so umfunktionieren kann, dass die Leute die Wahrheit sagen dürfen können
wollen, auch weil sie nicht bestraft werden dafür, wenn sie die Wahrheit sagen. Ich möchte einfach nicht ständig irgendwie immer nur alles, was von mir verlangt wird, unter Strafe machen. Ich möchte einfach wirklich gerne selbst entscheiden. Nicht für dich oder für dich mitentscheiden. Für mich möchte ich gerne entscheiden. Nur für mich. Für sonst nichts. Schöne Aussicht, oder? Das war der erste Teil des Interviews mit Hans Söllner. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, klickt ihr unten einfach auf Abonnieren. Alles Weitere findet ihr unten in der Videobox, wie eben auch den Link zu unserem Shop. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis bald. Stay safe, euer Ulfi.